Spandau! Mit breiter Brust waren die Wasserfreunde Spandau 04 vergangene Woche vom ersten Spiel der Finalserie um die deutsche Meisterschaft gegen Waspo Hannover zurückgekehrt. Der 11:5 Auswärtssieg soll das Fundament bilden für die 36. deutsche Meisterschaft. Jetzt wollen die Spandau in eigener Halle nachlegen. Doch Waspo-Trainer Carsten Seehafer hat andere Pläne. Es steht 1-0 und mehr nicht. Und wir haben jetzt eine Woche Zeit gehabt. Und dann schauen wir mal. Wir wollen hier eins von den beiden Spielen gewinnen, um das vierte Spiel zu erreichen. Bin da ganz guten Mutes und wir gucken mal. Zunächst beginnt das Spiel allerdings wie die erste Partie mit einer 2-0 Führung für die Wasserfreunde. Doch die Niedersachsen kommen zurück, gleichen hier zum 3:3 aus und erzielen in der letzten Sekunde des ersten Spielabschnitts die Führung zum 3:4. Jetzt sind die Hausherren gefordert und können kurz vor der Halbzeit zum 5:5 ausgleichen. Das dritte Viertel ist dann ähnlich hart umkämpft wie die ersten beiden. Dass die Spandauer mit einer 7:6 Führung ins Schlussviertel gehen, haben sie vor allem ihrem bärenstarken Schlussmann Laszlo Baksa zu verdanken, der gleich 2,5 Meter von Waspo parieren kann. Er hat wieder mal gezeigt, dass er zu den weltbesten Torhütern gehört. Für mich persönlich, weil es meiner ist, natürlich der Beste der Welt. Und hat uns wirklich so den Rücken freigehalten. Und dann hat man auch ein wesentlich größeres Selbstbewusstsein, wenn man da hinten so einen Mann zwischen den Pfosten hat. Der Kapitän beweist jetzt Führungsstärke, baut den Vorsprung der Wasserfreunde auf 8:6 aus. Doch wieder kommt Waspo zurück, erzielt im direkten Gegenzug den Anschluss und in der Schlussminute auch noch den 8:8 Ausgleich. Bedeutet, na klar, Penalty werfen. Und wieder ist Laszlo Baksa da. Der Ungar hält den entscheidenden 5 Meter, jetzt muss Lukas Gielen verwandeln, dann trennt nur noch ein Sieg die Spandauer vom 36. Meistertitel. 12:11 gewinnen die Wasserfreunde Spandau 04 gegen Waspo Hannover. Und wenn alles nach Wunsch geht, könnte morgen bereits gefeiert werden. Ja, natürlich, Wunschvorstellung ist natürlich morgen in 3 Spielen dann Meister zu werden. Aber eine Wunschvorstellung, Waspo hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden und die werden sicherlich alles tun, damit wir nicht hier die Meisterfeier nach drei Spielen schon haben. Es bleibt also weiterhin spannend. Meisterfeier oder Busfahrt nach Hannover? Die Antwort haben die Wasserfreunde jetzt selbst in der Hand.